Ja, hi und herzlich willkommen, ich habe vergessen das Schild rauszumachen, aber egal, wird schon keiner stören. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim, Stay of the Forest, Sauda. Okay, ist ja nichts dabei für uns. Okay, passt schon. Map, dann schauen wir mal zurück in die Drakenfeste. Ja, weil ich habe eine Plane und eine Idee. Und weil ich die Plane habe und die Idee, machen wir das jetzt. Ja. Dann die Waffe weg, weil sonst wird die Wache ja nervös. Jojo. Was war gerade mit der Türe? Wir wissen es nicht. So, oder? Besucht ihr die da? In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte Konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen. Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Gut. Sonstiges, glaube ich. Schwach. Groß, kostet teuer. Gewöhnlicher Seelenstein. Können wir dir was verkaufen? Zack, verbessern wir uns mal unsere Redekunst. Das möchte ich gern entzaubern. Werft einen Blick darauf. Sehr gerne. Machen wir. Die Zone Eichenhaut. Eisstachel. Die Zone wäre auch cool, oder der Blitz. Komm, das nehmen wir noch. Und einen kleinen Seelenstein haben wir zwar nicht mehr viel Gold, aber... Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Jojo, Gegenstand. Entzaubern mal. Den will ich nicht entzaubern. Ja. Weil ich jetzt einen Gegenstand entzaubert habe. Okay. Warum nur 5%? Das ist eine ordentliche Verzauberung. Dankeschön. Aber bitte weiter, ihr habt erst an der Oberfläche gekratzt. Wir kratzen dann an der Unterfläche auch noch, keine Sorge. Keine Sorge, das machen wir noch so im Winter. Bekleidung. Den rüsten wir gleich mal aus, weil dann haben wir 5% Giftresistenz. Das kann uns nicht schaden. Ich verstehe, wir gehen jetzt heute mal in dieser Folge ein bisschen zaubern. Und schreien. Magie. Zerstörung. Funken. Warte schon. Jawohl. Können wir mit dem Schild abblocken und mit dem anderen den Zaubi ran. Genau. Die unvorstellbaren Helfen helfen. Die helfenden Elfen. Die Elfen helfen. Ja. Blumen. Blumen gepflückt. Die Blumengrub. Gibt es die eigentlich noch? Zeigt eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Meh. Man soll nicht mit Feuer spielen, wisst ihr? Ja, ich spiele nicht mit Feuer, das Feuer spielt mit mir. So. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Boah, ich würde die Wache jetzt so gerne angreifen. Nee, das lassen wir lieber. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Okay. Lasst mal sehen. Gut. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, weh? Natürlich, immer. Dann wohl. Ich muss los. Cool, jetzt haben wir einen Brief gekriegt wahrscheinlich, den wir jetzt nicht lesen werden. Und wir sind
Und wir sind fast Stufe 10. Yay! Hurra! Hurra! Das geht nicht beim Automatisch-Speichern. Hurra! So, jetzt wieder das auspacken. Schleichen. Kurz rennen, weil... Das dauert mir zu lange, bis wir ganz nach unten sind. Und wieder rennen. Und aufhören zum Rennen. So. Hey, seid ihr wieder da? Hallo! Rizat! Werft einen Blick darauf. So. Können wir dir was verkaufen? Sonstiges, die Drachenknochen. 164 Gold sind die wert. Zack. Zack, den schenke ich dir. Das Leder behalte ich mir. Die Streifen auch. Den makellosen Amethyst kannst du haben. Die Seelenstelle will ich auch behalten. Den behalte ich auch. Na komm, kriegst noch Drachenschuppen. Na gut, die Drachenknochen könnte ich auch verkaufen. Level 10! Danke! So, neue Stufe. Dann erhöhen wir nochmal unsere Gesundheit, bis wir da 200 haben. Und dann würde ich gerne Verzauberungen ein bisschen skillen. Damit wir... Möge euer Weg, ich bin so weit und werft einen Blick. Dann reden wir nochmal noch mit dem netten Katzenmann da. 519. Ich will aber keine Zweihänder. Stirbt das Ziel? Uiuiui, das ist teuer. Gut, das wollen wir nicht. Gut, hast du aber nichts. Dankeschön. Ich hoffe, ihr kommt wieder, um mit uns zu handeln. Natürlich, immer wieder gerne. Jetzt sind wir Stufe 10. Das heißt... Wir versuchen nochmal das Staubmannsgrab, oder? Ne, machen wir vor die Lage der stillen Monde, weil da haben wir noch zwei Feinde. Hoffe ich mal. Und dann oben hätten wir auch noch ein anderes Lager, das wir uns angucken könnten. Ja, so würde ich das vorschlagen, machen wir das. Lager der stillen Monde, es ist so laut hier drin. So. Schleichen wir mal, dass wir Schleichen auch ein bisschen verbessern. Und dann hoffe ich, dass wir... Da war doch irgendwo jemand. Da ist keiner. Da ist nur Feuer. Feu, feu. Heiß, heiß. Ist da jemand? Ach, das ist so die Flammen. Okay. Jups. Burn, Motherfucker, burn! Burn! Ach komm! Wieso können mich die immer finishen? Ich bin jetzt Level 10 und... Gut, wir müssen Level 10 wieder auf... Ne, wir sind sogar Stufe 10. Huh. Gut, da gehen wir dann raus. Brauchen wir da wahrscheinlich Level 11 oder Level 12, damit wir diese Motherfucker niedermachen können. Und ja, ich hab's jetzt laut gesagt, ist mir jetzt auch egal. Bin gerade ein bisschen verärgert. Im Osten war dieses Lager. Schleichen brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann gehen wir mal zu dem Zeltlager dorthin. Schauen, was dort ist. Und wer dort ist. So, da ist noch so ein Kuppel-Duppel-Dings. Ah, ja. Gehört das nicht auch zum Lager der stillen Monde dazu?
Ach Mann. Schon wieder anstellen können. Steigen verbessert. Oh Gott. Und wir sind entdeckt worden. Euer Geld zu zählen. Ich kann es nicht warten, dich liegen. Ach komm. Ich aufstehen. So, mal der erste weg. Jetzt sinkt er mit dem fucking Wasser. Oh no. So, wo bist du? Da ist der nächste. Komm schon. So. Gold, Pfeile, danke. Und der nächste ist da gelegen. Der macht gerade den Sonnenanbeter. Dietrich, Gold, Pfeile, alles mitnehmen. Supi. Dann war da noch irgendwo jemand. Dietrich, Gold, Stahlpfeil. Dankeschön. Zombie erwecken nehmen wir mit. Kleine Heilung. Und Stab des Schutzgeistes. So, Schmacki. Wiederherstellung und Heilung. Zack, Inventar. Die 4 wieder. Wo? Hallo, von wo? Von wo? Mich das Spiel gerade verarschen. Mann, das Spiel verarscht mich doch! Kann doch nicht wahr sein! Ich hör gleich auf mit dem Scheiß hier! Beweg dich normal! Er geht aus dem Schleichen nicht raus. Behinderter kann man ein Ding nicht mehr machen. Freude, wir spielen wieder. Hurra! Ach, ein Häschen. Ich krieg sogar schon Angst vor Häschen in dem Spiel. Da, Schmetterling. Noch ein Schmetterling, dankeschön. Ein Wahnsinn, ey. Wir sind einfach für alles zu schwach. Für alles. Egal was wir machen, ist tot. Egal wo wir hingehen, ist tot. Ich glaube, ich kann das ganze Let's Play nur noch nennen. Ist tot. Versteht ihr? Da geht's auch nicht hin. Ich gehe einfach mal durch die Pampa und erkunde neue Orte. In der Hoffnung, dass wir es überleben werden. Da oben fliegt wieder so ein Fuck-Drache herum. Das heißt, ich speichere da jetzt nochmal ab. Ist das 5, ja. So. Schon wieder mal zu dem Ort da oben hin. Einfach jeder Feind, den wir haben, uns einfach mal mir nichts, dir nichts platt macht. Einfach tötet. Schon traurig irgendwie. Weil es einfach eure Zeit ist, die da vertrödelt wird.
So. Wenigstens... Ach nee, komm. Hey Fuckers! Geil, dass du da bist! Ihr seid so gut wie tot. Wie das Zombie von... Ah, Hilfe! Ich verfolge mich! Er verfolgt mich! Lass mich! Hör auf zum Weglaufen! Ich werde euch wie ein Insekt zerquetschen. Cool, Farkas. So, was ist denn du dabei, Schönes? Gold und ein Seelenstein, das ist gut. Tollkirschen nehmen wir mit. Das sind so komische Dinger. Tollkirsche, Tollkirsche, Tollkirsche. Juhu, ganz viele tolle Kirschen. Ja! Und ich habe mich wieder entärgert. Meister. Okay. Das bedeutet speichern. Nope. 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 Komm, die muss sich irgendwie bewegen lassen. Nope. Geh weg da unten, Anzeige wissen für Dietrich aber noch. Nope. 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 Oh! Ich habe mir leider nicht gemerkt, wo das jetzt war. Nein. Noch nein. Auch nein. Auch nein. Jetzt haben wir nur noch 5 Dietrich, aber... Wir machen gleich einen Zaubertrick. Auch nein. Ah, okay. Nein. Nein. Und nein. Und dann machen wir mal kurz F9. Und seht an. Oh, eine Meistertruhe. Wahrscheinlich ist es jetzt in die andere Richtung, aber gucken wir mal. Nope. Ja, eine Meistertruhe. Stahlschuppenstiefel haben wir schon. Stahlhornhelm haben wir, glaube ich, auch. Was haben wir gerade für einen Helm an? Ne, haben wir nicht. Gut, dann nehmen wir diesen. Diesen. Meistertruhe geöffnet. Wenigstens etwas.
Stahlhelm der geringen Alchemie. Hm, könnten wir entzaubern gehen? Das machen wir auch. So, und ab nach Drachenfeste. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurückerzählen. Jo, ist schön. Lasst mich raten. Begonnen. Oh, die Dämmerwacht. Wir können uns auch der Dämmerwacht noch anschließen, diese Let's Play-Reihe. Yay, und dann Vampire töten. Yay, oder selbst ein Vampir werden. Gute Frage. Warte, entzaubern. Komm, ja. So. Den will ich gerne nicht entzaubern. Aber das würde ich gerne entzaubern. Okay. Können wir irgendwas verzaubern? Wie zum Beispiel das. Was ist denn das? Silberschwert? Silberschwert. Und Tote vertreiben. Furcht. Hm. 18 Magikerschaden, das war auch nicht so schlecht. Cool. Können wir noch irgendwas herstellen? Den Helm oder die Handschuhe damit doch, lassen wir das mal. Ja. Du, ganz oft gestorben. Eigentlich müssten wir noch hoch Rotka, aber. Ich glaube, dafür sind wir auch noch zu schwach. Wie viel Gold haben wir? 678. Dann gehen wir noch ein bisschen Gold sammeln in dieser Folge. Ich spiele jetzt einfach mal mit Open End. Na, wer bist denn du? Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Mach das! Kauf sie! Tu dir keinen Zwang an, Lady! So, das war da drüben. Das haben wir abgeschlossen. Schwindlernest. Abgeschlossen. Mortal könnten wir auch mal hinreisen. Oder nach Windhelm. Ich würde gerne mal woanders mit euch hin. Reisen wir mal nach zum Schwindlernest. Genießen chinesische Musik. Oh, da ist jetzt gerade Nacht. Dann können wir das nehmen. Da drüben ist ein Turm oder sowas. Oh, Blumen. Wir gehen da lang. Wir ziehen mal planlos weiter. Ich glaube, dann werden wir mal in der nächsten Stufe einhändig verbessern. Zwei Hirsche. Wieso muss es eigentlich jetzt regnen? Ich werfe mal wissen, was da unten ist. Außer Wasser. Und Regen. Da ist Mike, der Schwindler, glaube ich. Und ein Hund.
du lieb Hund oder bist du böse Hund? Wo seid ihr? Oh, wer bist denn du? Ja, süßes Hundi, Wotzi! Hey, Hundi! Hey, Hundi! Die Luft ist rein. Hey, wer bist denn du? Habt ihr keine Angst, etwas in Brand zu stecken? Nein. Werft einen Blick darauf. Essen. Sonstiges. Mammutstoßzahn. Hm. Wie viel Wert hat der? So gut. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ist ja schön. Bis dann. Tschüss. Hey, du lebst ja noch. Mach Sitz, Hündchen. Wolfspelz. Wolfspelz. Eis ins Eis. Sachen zum Verkaufen. Und da noch einmal. Nix. Der Wolf war leer. Da ist ein Riese. Den lasse ich mal in Ruhe. Riesen sind cool. Die sind riesig. Weiße Riesen. Eigentlich irgendwie rassistisch, dass es nur weiße Riese gibt. Wollte ich nur gerade mal ganz kurz angemerkt haben. Warum gibt es eigentlich keinen schwarzen Riesen? Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Keine Ahnung. Können wir Skyrim als Livestream auch machen? Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare. Dann weiß ich es nämlich. In die Kommentare schreiben. Genau. Schreibt mal in die Kommentare. Aber so wie es gesprochen wird, Schreibfehler werden nicht akzeptiert. So. Nein, Schreibfehler gelten nicht. Oh, da ist noch. Hä, wer bist denn du? Hey, warte. Ich will quatschen mit dir. Geist! Warten Sie auf mich! Kopfloser Reiter! Sleepy Hollow! Hallo, warte! Wo geht der hin? Ich brauche unbedingt mehr Ausdauer. Und was es mit dem Geist da auf sich hat, den ich jetzt noch weiter verfolgen werde offscreen. Oder auch nicht, der bleibt hier stehen. Nee, der wartet einfach immer noch ein bisschen. So, jetzt schauen wir mal. Das würde ich jetzt noch gern mit euch herausfinden. Hä? Okay. Da war ein Geist und der ist jetzt weg und... Ich speichere hier mal ab und sag tschüss, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, abonniert den Kanal, wenn ihr wollt. Skyrim! Tschüss!